Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf dem nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, eine Version 1.4 ohne Gräben. Wir sind immer noch am Ballen sammeln und einlagern. Ich habe ja hier so eine kleine Ballen-City errichtet, kann man sagen. Und ja, wir sind hier fleißig am Arbeiten. Boah, richtig fleißig. Kann man sagen. Wobei ich hätte eigentlich natürlich schon längst mal eben... Ja, das mache ich auch jetzt. Ihn hier mal eben auf ein anderes Feld bringen, wo ich dann auch noch ernten muss. Also wo ich auch noch Ballen pressen muss. Aber... Ja, super. Nicht, dass er schon immer mit Cosplay-Helfern immer sich auf irgendwelche Ballen raufsetzt. Nein. Jetzt macht das auch noch. Auch noch, wenn ich selber fahre, fahre ich da auch noch drauf. Mann, ey. Geht mir das auf den Keks. So, jetzt fahren wir zum Händler und holen uns erstmal ein Frontgewicht. In der Hoffnung, dass das Frontgewicht dann so ein bisschen die Wirkung hat, dass. Dass die Ballen zur Seite geschoben werden, wenn da welche sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da liegt immer noch die Palette. Feld 2 ist auch noch voller Ballen. Soll ich das denn bitte alles hinbringen? So. Gewichte. Das kaufen wir doch mal. In der Hoffnung, dass es damit besser geht. Einfach nur die Ballen wegräumen, wenn ich mich nicht mehr drauf festfahre. Das war doof. Was soll hier rumfahren? Dann mal wieder von drinnen fahren, ne? Auch schon lange nicht mehr gemacht. 275 Ballen habe ich mit dieser Presse alleine schon gemacht. Das heißt. Dafür braucht keiner kommen. Aus. Feld 5 dreschen. Wo fängt's an? Schade, dass hier oben kein weiterer Hof ist oder so. Könnte man natürlich aus platzierbaren Objekten bauen, ne?
nicht so von Erfolg gekrönt. Fahrer abstellen, einstellen. So. Okay, weiter sammeln. Ja, gerade Gras und Silageballen kann ich da vorne natürlich auch noch super einlagern. Grasballen brauche ich für die Schafe auch. Silageballen und Grasballen brauche ich zusammen mit den Strohballen für die Mischfutterfabrik. Ja, das passt schon. Auch Mensch, hier sind ja auch gar nicht mehr so viele. Das sind jetzt noch, ne, geschätzt 2 Fahrten. Was schätzt ihr? Mal gucken. Komm, den nehmen wir noch mit. Ah, da ist noch. Das Feld haben wir gleich fertig, das ist schön. Dann müssen wir uns mal überlegen, was wir denn überhaupt alles so anpflanzen, ansehen. Na ja, 3 Ballen noch. Ja, ist vielleicht noch etwas mehr als 2 Fahrten, aber nicht viel. Also diese Fahrt, danach noch eine Fahrt und dann noch eine angefangen. Aber nicht viel. Das macht aber ja nichts, das können wir dann ja mit Feld 12 kombinieren. Das muss ja auch noch alles weggeholt werden und da ist der Drescher auch, ist der Presser auch noch ein bisschen länger dran. Achso, den Rapsabfahrer muss ich auch gleich mal wieder bedienen, ne? Das mach ich jetzt mal eben. Naja, hier. Also, rauskriegen tust du hier nicht viel. Aus dem. Aus diesem Feld mit Raps ist. Raps hat keinen guten Ertrag. Leer. Und dann machen wir hier weiter. Und wenn der leer ist, der Rapsabfahrer, wenn wir den leer gemacht haben, wenn wir das zum Diesel gebracht haben, dann setzen wir uns noch an die Rüben, dass die noch wegkommen. Da muss man einen neuen Abfahrerkurs einfahren, der automatisch abladen kann. Geht nämlich nur in eine Richtung. Guckt, es füllt sich. Bin über die Hälfte drin. Können wir gleich das nächste bauen. Können wir eigentlich hier so Rücken an Rücken fast setzen? Ne, passt nicht. Aber können wir hier vorne, können wir es hinsetzen. Können wir hier zukleistern, wenn hier Platz ist. Können wir bestimmt 2 nebeneinander setzen oder 3. Aber
erstmal sammeln wir jetzt noch. So, sammeln. Mal gucken. Ja, passt nicht alles auf diesen Transport. Aber fast. Oder? Leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Also ich kriege mit einer Fahrt kriege ich 44 Ballen weg. Naja, das kriege ich jetzt nicht alles mit, aber ich kriege definitiv schon eine ganze Menge mit. Also jetzt gleich keine ganze volle Fahrt mehr, die wir hier machen müssen. Da wird vorne nochmal der belastet, vorne die Zugmaschine oder so, und dann war es das schon fast. Ja. Mein Xerion ist auch weiter schön am Pressen. Toll. Ach so. Was ich ja gar nicht weiter gemacht habe. Doch, habe ich. Ja. Ich habe den Case habe ich zum Pressen geschickt. Ja, ja, der presst. Super. Der ist auf Feld 5 am Pressen. Perfekt. Das große Strohballen-Massaker heute. Ja. Okay. Also alleine für Feld 1, 2 und 20 muss ich ja schon ein Ballenlager haben. Die Frage ist nur, ob ich mir eins auf den Hof stelle oder ob ich das hier so wirklich zentral mache. Weil auf dem Hof brauche ich eigentlich nur Stroh. Ich habe im Moment auch nur Stroh, aber... Schau ich das an, wie viel Platz ist noch? Ballen. Keine 5 Fahrten mehr, die ich hier noch hinkriege. Und dann muss schon das nächste Lager her. Dann muss das nächste Lager her. Gucken wir mal. Jetzt sollte ich die Ballen einfach alle mal verkaufen. Was gibt's für Stroh im Moment? Stroh im Strohkraftwerk kriege ich 218. Das heißt, ich kriege 1200 für einen Ballen. Ach, ich wollte kein Foto machen. 1200 für einen Ballen ungefähr. Ich werde weit über 1000 Ballen haben. Ja, sind auch 1,2 Millionen, wenn ich die alle verkaufen will. Aber ich will sie ja gar nicht alle verkaufen. Brauch sie ja auch. Allerdings werden wir dann irgendwie bei den nächsten Ernten wahrscheinlich erstmal nicht so viel Stroh machen müssen, beziehungsweise kann dann auch mal wieder einiges an Stroh zum Komposter bringen und so. Guck mal, eine Reihe. Nicht mal mehr die Zugmaschine voll bekommen. Nicht mal mehr die Zugmaschine voll bekommen. Ja. Wir holen uns jetzt hier erstmal Vorgewendeballen weg. Damit wir hier ein bisschen... Naja, den Stirn enden. Damit er sich da nicht dann immer festfährt, so wie es der Case gemacht hat.
wenn ihr versteht, was ich meine. So, da steht auch noch mein Drescher auf dem Feld. Besser als ein Pferd auf dem Flur, aber steht ein Drescher auf dem Feld. Mein Lexion ist schon wieder voll. Mein Raps. Muss ich da gleich wieder hin? Dann kann ich auch jetzt eben machen. Da ist er. Ich sage, hier kommt kaum Ertrag raus. Das ist ein schönes Zubrot, dass wir uns da ein bisschen was dazu verdienen, sozusagen. Für, dass wir ein bisschen Diesel produzieren können, aber macht jetzt nicht wirklich riesen Ertrag. Jetzt eben Raps. Karma, bitteschön. Und wir fahren hier weiter. Wir machen weiter mit Ballen. Wie soll es auch anders sein? Und weiter geht's. So, ich will erstmal die Vorgewände Ballen an den Stirnenden wegholen. Und wie ich das mache, das seht ihr in der nächsten Folge morgen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freut mich das natürlich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!